Wer von euch ist bereit? Wir lassen die Party steigen heute bei Let's Play Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Und im letzten Part haben wir das Team von Fifth Sector besiegt. Ja, die können sich mal gehörig hinter den Ohren waschen, denn wir haben ein scheiß Team eigentlich im Vergleich, wie ich finde. Ich glaube, wenn die von menschlichen Spielern gespielt werden würden, hätten sie eine höhere Chance als ich. Aber jetzt wird es noch schwieriger, denn es geht gegen das Team der, ich weiß nicht, wie das Team heißt, aber von Shu und ich kenne deinen Namen leider gerade nicht. Und wer sich erinnert, im letzten Part haben wir eine ganz kleine Änderung vorgenommen. Wir haben auf jeden Fall Sol und Cheaper im Team, haben Ricardo rausgenommen, weil wir haben die Technik ja schon. Ja, müsste ich es umstellen, es kann direkt losgehen. Und ich habe ehrlich gesagt ziemlich Schiss davor. Denn Sol hat noch nicht seinen Kampfgeist. Den muss er ja erstmal freischalten. Oh cool. Music ist cool. Also es wird, ich weiß nicht, wie das schwer spielen wird. Aber lasst euch von der Musik inspirieren. Oder hört es euch einfach mal an, die ist ziemlich, ziemlich gut, wie ich finde. Ich glaube, der Kiefer konnte aber nur Level 3 Techniken. Das, oder nee, ich konnte einfach nicht Level 2 Technik. Ich weiß es nicht. Der geht rein, nicht! Ja. Ich weiß nicht, was für ein Element Sarpent zu fangen ist, aber ja. Ich könnte sogar davon ausgehen, dass es Erde ist. Okay, was machst du? Ach. Ah! Das ist seine Technik. Okay. Den hast du. Da! Das Ziel ist, dieses Spiel zu gewinnen. Ich darf dir keinen Fehler erlauben. Ach Kacke, was kommt denn jetzt? Ach, schwarzer Turm wahrscheinlich. Da kommt niemand gegen an. Kein Spaß, jetzt muss direkt aufs Tor geschossen werden. Wow, wie einfach mal einfach diese Sache aufladen kann. Sarpento! Fange! Okay, es ist erkennbar, woran er, wenn er nicht halten wird. Weil wenn er hält, dann macht er auch dieses Schlangengeräusch, in Anführungszeichen. Arion!
Ah, Black Ash. Nee, das war seine Schusszene. Ah! Alles klar, er darf direkt nochmal schießen. Nein! Das hab ich getan. Der muss da vorne. Ich glaube, das wird noch schwieriger als das Spiel davor. Oh, er fängt Kristallbarriere. Sag, warum könnt ihr alle Crazy Sunlighto? Das ist immer noch seine Technik. Ah! Kannst doch keine, die Technik noch nicht mit Axel, aber. Ach. So, an sowas kann man das dann erkennen. Der geht rein. Ich will eine Führung von mindestens 2 Toren. Rüstung! So schnell geht das. Bam! Hoffentlich geht er rein. Ja. Den hat er. Das ist keine Langstreckentechnik, soweit ich mich erinnere. ここ耐えろ。よし。2-0 zur Halbzeit. Also wir können den Jeep auch ins Tor stellen, das gibt einen Grund, dass ich das machen werde. Das ist einfach die Tatsache. Er hat, glaube ich, E auf Halten oder D. Okay. Weiter geht's. Ich glaube sogar, wenn wir dieses Spiel abgeschlossen haben, haben wir alle Go-Spiele. Dann geht's mit Chrono Stone weiter. Weil so viele Spiele gab's bei Go nicht, die hier vertreten sind. Und halt alles andere ist gemixt. Ah, das war dumm. Ah.
Ich hätte nicht von da schießen sollen. Vielleicht war das ein Fehler. Shit, okay. Odeno, Skides. Sa, ni, ich. Okay. Ah, Team Zero! Team Zero! Oder Zero hieß es. Nein. Böse. Ich zeige euch, wie das geht. Kasamidori! Hier ein Tor zu machen wird schwierig für die. Yeah. So stark wie die Leute hier sind. Krass. Ich wusste nicht mal, dass er das kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die meisten Leute hier können. Hiroto. Du kommst hier nicht vorbei. Handtase netto. Jamada. Nein. Oh! Tor! Angriff! Bam! Das war die falsche Knopf, verdammt, es kommt nur. Okay, es passt noch. Kai! Sarpento! Fange! Yeah. Eine Technik, die. Das ist lustig, diese Technik besitzt Heise. Nicht Heise, die. Nosaka in Ares. Das ist ja eine Go-Technik, also das war interessant, dass sie sowas machen. Dass sie auch Go-Technik mal machen. Und. Oh, ich komme nicht. Nein. Ach. Was kommt denn? Der Springer? Ach du Scheiße. Hab schon. Counter Driver. Krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. Nicht mehr lange. Ich
Komm schon, Hiroto! Mit der Technik hast du das Gokuto Hanro X durchbrochen. Von Helio in der Serie. Ah, verdammt. Aber der Typ verliert auch keine TP. Und einfach. Ah ja, die kennen sich. Tsurugi und... Ja, ich hab sogar seinen Namen vergessen. Oha, Ecke! Da ist die Chance! Okay. Immerhin mit 3-0 gewonnen. Aber... Da kam schon ein Schuss, der hat mir jetzt nochmal Sorgen bereitet, der von dem Springergeist. Da hatte ich schon echt Angst, es wird nichts. Okay, eigentlich, es war ja nur ein Schuss. Ich hatte schon 3 Tore da, aber ja. Ich glaube, ihr habt jetzt Inazuma Break. Geh jetzt mal stark von aus. Aber immer noch Mark und Exe fehlen noch. Und Wallside. Weil dann kann ich... Ich könnte jetzt Kido austauschen. Wenn ich da so hingehe... Ich schau mal, wer das ist. Natürlich. Face Team. Ich dachte gerade... Moment, das Team von Alpha kann nicht vorkommen. Das ist doch ein Team. Aber ich habe das Team von Faye und so vergessen. Na gut, schauen wir uns mal noch gerade die neuen Spieler an. Ich schau mal, ich glaube, Kido kann ist ja nichts mehr brauchen. So. Ich glaube, es wäre nur noch hier. Honono Kasamidori. Ah, habt ihr die jetzt bekommen? Das ist doch super. Die Frage ist, soll ich mir jetzt nichts bringen, den anderen Sharp zu holen? Aus dem einfach ganz einfachen Grund. Er hat ja nichts, was er mit einem dann lernen kann. Und ich will mich holen, mit Kevin noch seinen Level 3 Schuss bekommt, den er normalerweise hat. Denn Rai Ho To. Okay, Kirino, du bekommst noch deine Chance. Ja, aber das sieht ja eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Abonniert, um kein Video mehr zu verpassen.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Play Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Und da geht es dann in die Chrono Stone Serie. Ich freue mich da schon drauf. Wir sind auch fast am Ende, glaube ich. Oder ich sollte das jetzt noch nicht sagen. Ich sag schwer zu viel. Macht's gut.